Was mich fasziniert an dem Sport ist, dass man auf dem Rad immer Vollgas geben muss. Jedes Training muss stimmen. Und die Taktik spielt eine große Rolle, die Schnelligkeit und wie man das Rad hält. Und das macht mir so viel Spaß an dem Sport. Was mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist bei der WM, war dieses Publikum. Alle jubeln einem zu. Ich hatte noch nie so ein Feeling wie dort. Also einfach nur ein Gänsehautmoment. Ich bin durch die Ziellinie gefahren. Ich habe das Publikum schreien hören und ich wusste, dass ich Weltmeisterin bin, allein nur deshalb, weil die Leute haben einen einfach so dort gefeiert und ich bin noch immer dankbar dafür und das war echt richtig, richtig geil. Also es war die geilste WM oder das geilste Rennen, was ich jemals erlebt habe. Was ich richtig toll finden würde, wenn ein Zeitungsartikel nach Olympia kommen würde mit Lea Sophie Friedrich hat eine Goldmedaille gewonnen. Das wäre geil. Wenn du mental nicht dabei bist, dann kannst du auch nicht gewinnen. Würde ich einfach ganz klar so sagen. Also du musst mental, du musst mit dem Kopf 60% und 40% sind Beine. Ich habe schon viele Schicksale hier im Sport erlebt und Unfälle gehören dazu in jeder Sportart. Man sollte das auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten, Respekt davor haben, aber auf keinen Fall Angst. Weil Angst ist das Handicap dafür, Leistung zu bringen. Und von daher würde ich immer sagen, Respekt, aber keine Angst. Mich als Athletin Lea Sophie Friedrich zeichnet aus, dass ich immer mit Vollgas und vollem Ehrgeiz herangehe, um mein Ziel zu erreichen.